Hallo zusammen, heute begrüße ich euch zu einem Video, was ihr euch sehr gewünscht habt. Und zwar zeige ich euch heute die neuen Produkte von Pixi bei Petra. Ich hatte sie euch schon einmal ganz kurz vorgestellt in meinem PR-Pakete-Unboxing-Video. Da habt ihr dieses gigantische Paket gesehen, was bei mir angekommen ist. Ich habe das geöffnet. Pixi hat hier mit verschiedenen YouTubern zusammengearbeitet. Die erwähne ich jetzt gleich dann auch je Palette, die sie quasi rausgebracht haben mit Pixi zusammen. Und ich möchte die Produkte heute gerne testen. Ich habe heute Morgen schon angefangen, mich zu schminken. Deswegen trage ich schon Foundation, Puder. Meine Augenbrauen sind gemacht. Und dann habe ich gedacht, ach, weißt du was? Den Rest schminkst du mit den Pixi-Produkten. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, das euch alles zu zeigen. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Ich bin wie immer ehrlich mit euch. Am allermeisten interessiert mich diese Eyeshadow-Palette hier in Zusammenarbeit mit Weili Hong. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist eine Palette, wo mich die Farben einfach total anlachen. Und damit werde ich mich auch heute schminken. Dann habe ich hier eine Palette. Das ist, glaube ich, so sieht es zumindest aus, eine komplette Highlighter-Palette mit ganz vielen verschiedenen Tönen. Diese rötlich- bzw. rosafarbenen Töne, denke ich, kann man auch super als Blush verwenden. Ich gehe jetzt das erste Mal mit dem Finger rein und es schimmert. Sehr, sehr schön. Also die Konsistenz ist wie immer sehr gut bei Pixi. Ich habe schon eine Eyeshadow-Palette. Boah. Oh mein Gott, das ist wirklich toll. Wunderschön. Ich wollte eigentlich dazu sagen, dass ich diese Palette, an der wäre ich glatt vorbeigelaufen, weil ich brauche keinen Highlighter im Moment. Und dann solch eine Auswahl zu haben hier aus neuen Farben, ich wäre dran vorbeigegangen. Ich hätte sie gar nicht näher betrachtet wahrscheinlich. Obwohl diese Goldtöne, dieser Goldton hier unten, dieser Braunton hier unten, das sind total schöne Farben, muss ich sagen. Und wie gesagt, sehr gut pigmentiert. Die heißt Café con Dulce mit Dulce Candy zusammen, Sweet Glow. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es sich um eine Highlighter-Palette handelt. Aber ich würde jetzt einfach mal glatt behaupten, dass man alle Farben auch als Eyeshadow verwenden kann. Wunderschön. Ich gucke mal, vielleicht kombiniere ich sie mit der Eyeshadow-Palette. Mal sehen. Und die Palette mit Chloe Morello, da wäre ich auch dran vorbeigelaufen. Die hat auch hier unten, ich zeige euch das mal hier so von nahem, Augenbrauenpuder drin. Ich denke, jeder, der Augenbrauenpuder mag, wird damit gut zurechtkommen. Da ist ein Braun drin, ein heller Ton und ein Schwarz. Das Schwarz kann man auch super als Liner verwenden, wenn man so einen Eyeliner ziehen möchte. Und diese drei Farben sind halt eben Blushtöne bzw. ein Highlighterton dabei. Auch super schön, aber auch daran wäre ich vorbeigelaufen. Und am uninteressantesten fand ich persönlich eigentlich diese Palette hier, ebenfalls mit Dulce Candy zusammen entstanden. Das ist eine Lippenpalette. Ich persönlich mag überhaupt keine Lippenpaletten. Ich verwende am allerliebsten ja, Liquid Lipsticks oder halt richtige Lippenstifte oder auch mal ein Gloss. Also sowas hier mag ich eigentlich überhaupt nicht. Trotzdem möchte ich es heute mal probieren und das einfach mal auftragen. Die Eyeshadow-Palette, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, ist diese hier. Die habe ich auch schon mitgehabt auf Reisen. Ich finde die wunderschön. Das ist eine alte Palette von denen in Zusammenarbeit mit It's Judy Time. Und die sieht so aus. Also hier muss ich sagen, ups, komme ich super gut mit zurecht. Die Farben sind toll pigmentiert, schön zusammengestellt. Man kann mit jeder Farbe arbeiten. Ihr seht, glaube ich, auch, dass ich da schon ein paar Mal drin war. Kann man ja an den Fännchen ganz gut erkennen. Die mag ich total gerne und deswegen verspreche ich mir auch so viel von den Eyeshadow-Paletten. Jetzt habe ich genug rumgelabert. Jetzt fangen wir wirklich mal an und ich starte mit den Augen. Zunächst mal nehme ich diesen milchkaffeefarbenen Ton hier raus. Der ist matt, klopfe den gut ab und gebe mir diesen in die Lidfalte. Oha, der macht auch direkt was, ist gut pigmentiert, lässt sich leicht verblenden. Das merke ich schon beim ersten Wisch sozusagen. Und ich ziehe das heute aber auch mal ein bisschen weiter. Also ich bin jetzt noch zwei, dreimal nachgegangen, ein bisschen weiter in die Mitte hier hinein. Und nach außen hin ziehe ich das so ein bisschen nach oben. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Als nächstes möchte ich das Ganze noch etwas vertiefen. Ich konzentriere mich jetzt etwas mehr auf die Lidfalte und gehe in diesen dunkleren, leicht rötlichen, matten Braunton hinein, aber nur mit der Spitze des Pinsels und setze mir diesen dann genau in die Lidfalte und male genau die Lidfalte nach. Das heißt, der andere Ton, den ich gerade verwendet habe, der hellere, den sieht man jetzt hier oben noch so ausgeblendet und direkt in die Lidfalte hinein, von vorne bis hinten, gebe ich mir diesen rötlichen Ton. Auch der wunderschön, da muss ich auch nichts nachnehmen, lässt sich super leicht verblenden und sieht sehr, sehr schön aus. Danach gehe ich mit dem Blendepinsel nochmal hinterher und blende das alles nochmal etwas ordentlicher aus. Und jetzt gefallen mir die Farben schon
super ultra gut. Ich möchte jetzt aber nochmal gleich in eine andere Palette hineingehen. Vorher mache ich aber noch was anderes. Und zwar nehme ich einen etwas kleineren, festgebundenen Pinsel und gehe jetzt in den ganz dunklen Ton rein. Ich habe gesehen, dass der leicht schimmert. Seht ihr das? Aber das stört mich jetzt in dem Fall nicht. Mir wäre lieber gewesen, der wäre auch matt. Aber ich nehme ein bisschen was davon auf und setze mir diesen hier hin, also an die Innenseite meines Augenlids. Und dann nehme ich noch mal ein bisschen was nach und setze mir das auch außen hin. Etwa so. So. Und ohne Farbe nachzunehmen, gehe ich jetzt her und verbinde die beiden dunklen Stellen miteinander sozusagen. Verblende das so ein bisschen. Aber nur in der Lidfalte. Das heißt, ich gehe über diesen mittleren Punkt hier meines Augenlides nicht drüber. Zu guter Letzt muss ich mich jetzt für einen Ton entscheiden, der in die Mitte meines Augenlides kommt. Und da habe ich auch hier in dieser Palette ganz schöne Farben drin. Und zwar so ein schönes Gold und ein schönes Bronze und ein ganz tolles Champagner. Da kann man sich ja gar nicht entscheiden. Ich glaube, ich nehme einen Ton aus der Dulce Candy Palette hier. Ich habe gerade meine Finger nochmal sauber gemacht. Ich mag jetzt dieses Rosé hier total gerne. Ich finde auch das Gold schön. Es ist wirklich schwierig, sich dazu... Oh, krasses Gold. Und was ist das? Auch nochmal so ein etwas dunkleres Gold und so ein ganz heller Ton. Sieht mit Sicherheit alles gut aus, könnte ich mir vorstellen. Oder wir nehmen einen von den Rosatönen. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, ich nehme Rosa. Aber welchen? Den kräftigsten. Den ersten hier, diesen Ton, den nehme ich jetzt, habe ich ja sowieso schon am Finger und den tupfe ich mir jetzt in die Mitte meines Augenlids. Genau da, wo zuvor noch keine Farbe war. Und wenn ich das mit dem Finger mache, kommt es einfach noch schöner und kräftiger und leuchtender raus. Hi, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Ich möchte jetzt trotzdem noch etwas ausprobieren. Und zwar werde ich jetzt einen Pinsel anfeuchten, dann nochmal in die Farbe hineingehen und schauen, ob sie noch krasser rauskommen kann, wenn man das mit einem feuchten Pinsel macht. Und zwar habe ich jetzt die Farbe schon auf dem Pinsel aufgetragen und sprühe das mal an. Und dann schaue ich mal, wie das dann aussieht. Tatsächlich leuchtet sie jetzt noch intensiver. Richtig doll, rosa, Highlighter. Hallo? So, ich nehme noch mal ein kleines bisschen nach, sprühe noch mal an und mache das natürlich auf der anderen Seite genauso. Na holla die Waldfee, das ist schon ordentlich krass und sehr schön und trotzdem frühlingshaft durch dieses Rosé. Ich wollte das noch mal ausprobieren mit dem feuchten Pinsel. Mir persönlich hätte jetzt der Auftrag mit dem Finger durchaus gereicht, aber man sieht, was dann trotzdem noch möglich ist, was man noch rausholen kann aus den Farben. Als nächstes verwende ich den neuen Liner hier von Pixi. Der hat zwei Seiten, einmal zum Rausdrehen, so eine Art Kajalstift. Damit werde ich mir die obere Wasserlinie anmalen. Und auf der anderen Seite hat er eine sehr, sehr feine, schwarze Eyelinerspitze. Damit werde ich mir einen kleinen Eyelinerstrich ziehen. Ohne Wing. Sobald man so ein bisschen Hängeaugen bekommt, sieht das nicht mehr gut aus mit dem Wing. Den probiere ich jetzt das erste Mal aus. Mal gucken, wie der ist. Ich setze mir den erstmal so in der Mitte an und ziehe mir den... Oh, gibt aber ein schönes, sattes Schwarz ab. Ziehe mir ihn so ein bisschen nach außen bis in den Augenwinkel hinein. Und am Ende auch so ein bisschen nach oben. Aber so einen richtigen Wing mache ich eben nicht. Also damit kann man sehr präzise und schnell arbeiten. Das ist relativ flüssig, was da dran ist, aber gibt sofort ein sattes Schwarz ab. Man kann, es scheint nichts mehr durch. Manchmal gibt es so Schwarztöne bei Eyelinern, die so total durchscheinend sind. Das gefällt mir überhaupt nicht. Diese Idee hier von der Eyelinerspitze und dem Kajal auf der anderen Seite finde ich sehr, sehr schön. Der Eyeliner selbst erinnert mich sehr stark an meinen von Tom Ford. Der von Tom Ford hat eine kräftigere Spitze und eine sehr feine Spitze. Das ist mein absoluter Lieblings-Eyeliner. Und dieser hier ist aber auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ich meine, ihr seht, wie das geht hier. Einfach so ansetzen. Ich öffne dann immer mein Auge so ein bisschen bis zum Ende. Und direkt kräftiges Schwarz. Das muss der nur noch halten. Ja, am unteren Wimpernkranz bin ich auch noch nicht fertig. Hier habe ich mich entschieden, diesen helleren rötlichen Ton hier nochmal zu verwenden. Mit einem angeschrägten Pinsel
gebe ich mir das an den unteren Wimpernkranz. Diesen Ton habe ich ja in der Lidfalte ausgeblendet. Das heißt, der findet sich auf jeden Fall in dem Augen-Make-up auch wieder. Danach gehe ich nochmal in den dunklen Ton rein und setze mir diesen dunklen Ton, den ich ja innen und außen auf dem Augenlid habe, nochmal nach außen. Und dann verblende ich das Ganze so ein bisschen, aber nur von innen nach außen, damit ich das Dunkle nicht in die Mitte ziehe. Und bevor jetzt der Rosaton nochmal zum Einsatz kommt, in der Mitte meines unteren Wimpernkranzes, werde ich nochmal hier in den hellen Ton reingehen und mir diesen als Highlighter hier in den inneren Augenwinkel setzen, weil er so schön strahlt und leuchtet und heller ist als das Rosa. Ich möchte nämlich den gleichen Pinsel verwenden. Und das kann man auch so ein bisschen unter die Augenbraue setzen. Ist vielleicht ein bisschen stark, aber mir gefällt's. Und jetzt gehe ich in den Rosaton rein. Ich schaue mal, ob mir das so reicht, wenn ich den einfach mit dem Pinsel auftrage. Ich gehe jetzt hier ran und setze den wirklich nur in die Mitte meines unteren Wimpernkranzes, darunter, damit sich die Farbe von oben so wiederfindet. Aber ich glaube, ich möchte auch das gerne ansprühen mit etwas Feuchtigkeit. Ja, damit bin ich schon mal sehr zufrieden. Ich finde, das sieht hammermäßig aus. Ich werde mir jetzt noch die Wimpern tuschen mit einer Mascara, die ich jetzt nicht von Pixi hier habe. Das mache ich mal kurz. Und dann widmen wir uns den Lippen und dem Highlight. Ich würde sagen, das Augen-Make-up ist ein echter Kracher geworden. Jetzt möchte ich mir gerne noch etwas Blush auftragen. Ich habe zwischenzeitlich noch ein bisschen Bronzer, einen extra matten Bronzer aufgetragen, damit man den eventuellen Schimmer von diesen Blushfarben hier gut sehen kann. So dunkel wie ich im Moment bin, würde ich mich jetzt auch für den dunkelsten Ton entscheiden. Ein bisschen was aufnehmen und dann schauen wir mal. Oha. Ich glaube, ihr könnt es ganz gut sehen, trotz meiner aktuell dunklen Haut. Gibt wirklich sehr gut Farbe ab. Auch genau die Farbe, die hier so drin ist. Nehmen wir noch mal ein bisschen was nach. Ich muss das immer ein bisschen stärker machen, damit ihr das in der Kamera auch gut sehen könnt. Und ich finde diesen Ton wunderschön. Nicht nur wunderschön, sondern ich finde, der schimmert auch so. Seht ihr das? Der hat so einen leichten Shiny mit drin und bringt trotz meiner Bräune aktuell doch ein bisschen Frische so ins Gesicht. Gefällt mir total gut. Und jetzt möchte ich gerne noch einen Highlighter verwenden. Da nehmen wir wieder die erste Palette, also die, mit der ich auch das Augen-Make-up geschminkt habe. Mit Zusammenarbeit mit Dulce Candy. Und ich glaube, da nehme ich jetzt erstmal den dunkelsten Ton hier oben so ein bisschen auf. Ich will jetzt nicht zu viel nehmen. Und setze mir den jetzt mal als Highlighter hier oben hin. Also das ist schon der Wahnsinn. Super toll, weil der so schön dunkel ist. Also zu meinem aktuell gebräunten Teint passt das natürlich hervorragend. Und wenn ich etwas heller werde, gehe ich einfach hier einen Ton heller. Und ja, im Winter, wenn ich ganz hell mal bin, dann nehme ich diesen Ton hier. Oder wenn ich was Auffälligeres schminken möchte. Dafür ist die Palette natürlich wieder super, ne? Drei verschiedene Highlighter-Töne. Man kann auch hier die dunklen Töne so als... Ich probiere das gleich einfach mal aus. Wartet mal. Ich werde jetzt aber auch noch diesen Ton so ganz leicht hier oben auf meine Nase setzen. Und so ein bisschen als Highlight über meine Lippe. Das ist so ein richtig schöner Goldton. Ganz, ganz toll. Also sieht wirklich super gut aus, finde ich. Ich möchte jetzt Folgendes machen. Ich nehme jetzt einfach mal den Blushpinsel und gehe mal hier unten rein, in den dunklen. Versuche mal hier so meinen Bronzer nochmal zu verstärken. Mal gucken, wie das aussieht. Das ist so ein Kaffeeton, der ist richtig dunkel. Wie gefällt es euch? Schreibt mal was dazu. Das ist nochmal so richtig... Also obwohl es schimmert, habe ich damit jetzt so eine Art... Bronzer-Kontur gemacht, ganz schnell. Es ging ja jetzt wirklich ratzi-fatzi. Mache ich auch mal hier unten. Die mir gut gefällt. Im Zusammenspiel jetzt auch mit dem Blush und mit dem Highlight. Ist mal was anderes, finde ich gut. Ist so Sommer, ne? Also die Palette hat mich jetzt so ein bisschen umgestimmt. Ich dachte erst, wäre ich dran vorbeigegangen, brauche ich nicht so Highlighter-Höhe. Aber durch die Farbzusammenstellung, diese Champagner- und Goldtöne hier oben, dieses Rosa hier, was man auch als Lidschatten alles natürlich verwenden kann. Und hier gefällt mir richtig gut. Die kleine Palette hier gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Also zum Ausblenden die Farben, dieses Rötliche ist einfach toll. Da sind 6 Farben drin, da kann man definitiv nichts mit falsch machen. Widmen wir uns mal den Lippen. Und bei den Lippen habe ich schon sehr, 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 sehr große Lieblinge von Pixi bei Petra. Das haben sie mir auch mal zugeschickt. Und zwar alle 5 Farben. Das sind diese hier. Die habe ich euch aber auch schon zu Genüge in Videos und bei Instagram auch gezeigt. Die heißen Matte Last Liquid Lip.
Und eine meiner Lieblingsfarben ist diese hier, diese leicht orangige. Die heißt Au Naturel. Die habe ich auch schon zigmal getragen, auch auf Instagram-Fotos. Und auf diese Liquid Lipsticks, hupala, fahre ich total ab. Weil die super leicht und weich aufzutragen sind. Man spürt die nicht auf den Lippen. Die halten ewig, wirklich richtig lange. Ich kann damit essen, trinken, alles super pflegend dabei. Und das sind meine Highlights von Pixi bei Petra. Finde ich ganz, ganz toll. Aber ich wollte halt eben auch mal gerne diese Lippenpalette ausprobieren. Und ich habe noch einen Lipgloss dabei. Pixi mit Chloe Morello zusammen. Der ist so richtig schön schimmernd, goldig. Und ich glaube, der passt sehr gut jetzt hier zu den Highlights. Ich schau mal, welche Farbe ich nehme. Ich würde sagen, die in der Mitte. Das ist so ein peachiges Nude. Und ich habe mal geschaut, ob ich benutze ja sonst nie solche Pinsel hier für die Lippen. Hier möchte ich sie gerne mal verwenden. Und ich gehe da jetzt einfach mal rein und trage mir diese Farbe auf. Okay, sie ist matt. Lässt sich gut auftragen. Präzise und einfach ging das jetzt. Ich hätte vielleicht, ich drehe mal den Pinsel um, eher die dunklere Farbe nehmen sollen. Ja, die ist noch ein bisschen kräftiger. Finde ich jetzt schön, aber nicht so ganz überzeugend, oder? Ich würde jetzt noch mal auf den dunklen Ton hier unten ausweichen. Mach mir das mal wieder ab. Auch nett, aber den möchte ich jetzt ausprobieren. Und zwar möchte ich mir den jetzt mal mit dem Finger auftragen. Geht auch. Ist halt eben nicht so präzise dann. Und ich glaube, diese Farbe matcht noch besser auch mit dem Augen-Make-up zusammen. Ich finde es sehr, sehr schön. Die Farbe spricht mich im Moment total an. Die anderen Farben sind auch schön. Die hier sind im Moment, glaube ich, viel zu hell für mich. Ja, wie gesagt, ich kann mich so richtig anfreunden, kann ich mich nicht mit Lippenpaletten. Ich gehe da einfach zu selten rein. Ich habe eine Zeit lang die Palette von L'Oreal gerne verwendet, diese Nude-Palette, weil ich da auch mischen konnte. Das mochte ich eigentlich ganz gerne, aber das habe ich immer mit dem Finger gemacht. Und jetzt toppe ich das Ganze einfach mal noch mit diesem Lipgloss hier, mit dem neuen. Oh, wow. Der hat Schimmerpartikel drin. Die sehen hier drin so ein bisschen goldig aus, aber die schimmern auch rosé. Ein wunderschöner Topper und ich finde, das passt jetzt so richtig gut zum Augen-Make-up. Ich blende euch am besten jetzt hier vom gesamten Make-up nochmal zwei, drei Bilder oder Aufnahmen ein, dass ihr das Ganze nochmal so von nahem sehen könnt. Und mir gefällt es persönlich total gut, vor allen Dingen die Augenpartie. Und ich muss sagen, dass ich von den Produkten insgesamt sehr begeistert bin. Die einzige Palette, die ich mir tatsächlich jetzt nach meinem Test, nee, zwei Paletten würde ich mir nicht kaufen. Diese beiden hier. Das liegt einzig und allein daran, dass ich nicht so ein großer Blush-Fan bin, dass ich zwar hier die Farben sehr schön finde, die man auch als Lidschatten verwenden kann und auch das interessant finde, dass hier noch so ein Augenbrauenpuder dabei ist, aber das wäre halt nicht so mein persönlicher Favorit. Ebenso wie die Lippenpalette, so schön wie die Farben hier sind und so schön matt, wie die rauskommen und so einfach, wie die sich auftragen lassen. Ich konnte es ja jetzt testen. Wäre das, glaube ich, nichts, wo ich öfter zu greifen würde. Ich bin da doch eher der, ich nehme mir mal einen Lippenstift oder einen Liquid Lipstick aus der Schublade Typ. Was mich allerdings sehr überzeugt hat, am Anfang war es ja nur diese kleine Lidschattenpalette. Die finde ich nach wie vor toll. Kann ich mir auch super vorstellen, mit auf Reisen zu nehmen. Die ist halt klein und handlich. Aber die hier, die hat mich wirklich umgehauen. Weil, wie schon mehrfach jetzt erklärt, man sie halt eben nicht nur als Highlighter oder als Blush verwenden kann, sondern auch als Lidschatten. Da sind die Farben sehr schön. Ich habe den dunklen Ton hier jetzt sogar als Bronzer so ein bisschen nachgetragen. Ich mag dieses Hautbild total gerne und diese Palette ist für mich mein persönliches Highlight von allen Produkten, die ich euch jetzt hier gezeigt habe. Da hat Dolce Candy wirklich einen tollen Job gemacht und auch Weili Hong hier mit der Lidschattenpalette hat mich total überzeugt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, mir hier zuzusehen, wie ich die neuen Produkte teste. Und ich hoffe natürlich auch sehr, dass ihr mit den Infos ein bisschen was anfangen konntet, das vielleicht auf euch ummünzen könnt. Man muss ja immer schauen, was seid ihr für ein Hautton, was sind so eure Vorlieben, seid ihr vielleicht ganz Blush-Fanat und mögt andere Dinge als ich oder seid ihr so wie ich oder seid ihr auch schon gebräunt und was passt da zu einem. Aber ich denke, dass ich immer versuche, doch einen großen Überblick zu geben, sodass jeder sich auch seine wichtigen Sachen da rausziehen kann und dann immer noch entscheiden kann, finde ich das jetzt wirklich richtig geil, auch so für mich, oder sieht das an Steffi gut aus, aber an mir nicht. Das kann sich ja immer jeder selber überlegen. Ich auf jeden Fall bin sehr, sehr
begeistert von den Produkten. Ich mag Pixi. Ich habe auch ein sehr schönes Abschminkprodukt von Pixi. Das ist dieser Double Cleanser, den sie mir mal zugeschickt haben. Den liebe ich abgöttisch. Und natürlich auch mein Glow Mist, was ich sehr gerne verwende. Aktuell nicht, weil ich etwas anderes teste. Aber die haben schon sehr, sehr schöne Produkte. Ich habe auch noch so ein Peel and Polish oder so. Das mag ich auch total gerne. Da sind schöne Peeling-Partikel drin und gleichzeitig pflegend. Und ich bin von Pixi sehr angetan. Also die haben mich schon sehr häufig mit ihren Produkten überzeugen können. Auch wenn man jetzt über das Packaging streiten kann. Also ich mag diese Farbe hier, dieses helle Grün, das hat so einen Wiedererkennungswert. Pixi bei Petra steht immer in Gold oder beziehungsweise Bronze hier so drauf. Ich mag das Logo von denen, die Umverpackung. Das ist nicht ganz so, sagen wir mal so pompös und auch nicht mit Spiegel und so. Es ist schon relativ eher günstig gehalten, möchte ich mal sagen. Aber ich finde es eigentlich praktisch, weil es nicht so viel Platz wegnimmt. Das ist jetzt nicht so mit Pappe drumrum und einem Spiegel und zum Aufklappen. Und das ganze Gedöns so drumrum ist immer nett anzusehen. Das hier ist auch noch nett anzusehen, aber es ist halt eben eher funktionell verpackt. Bis auf dieses PR-Paket, was ich gekriegt habe, das war natürlich wieder ein gigantisches Teil. Aber das kauft man ja nicht mit. Man kauft ja das hier und dann ist da nochmal so eine Umverpackung, wo eine Beschreibung drauf ist und das war's dann. Finde ich auch sehr schön. Also die Verpackung an sich gefällt mir ganz gut, auch wenn sie eher günstig daherkommt. So, vom Optischen meine ich. So, lang genug über Pixi geredet. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare und natürlich auch auf eine gute Bewertung dieses Videos, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt mir alle gesund und tschüss.